Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 1. Wir sind im Labor. Das Endgame hat begonnen. Wir müssen jetzt nur noch ein paar Sachen hier erledigen. Und dann sind wir fertig mit Sachen erledigen und machen was anderes. Ja, ich glaube, weil wir werden es jetzt wahrscheinlich heute nicht mehr durchspielen, ne? Heute ist jetzt die letzte Folge vor dem kommenden Stream und wir werden es heute ziemlich sicher nicht mehr durchspielen in den 20 Minuten. Ich bin auch zeitlich echt ganz schön eingespannt, also wir müssen auch pünktlich aufhören. Das heißt, dass ich vermutlich, sage ich jetzt mal, lebt er immer noch. So, das heißt, mein Plan sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir werden das Spiel jetzt hier quasi in Let's Play-Form beenden. Im morgigen Stream, falls ihr das am Release-Tag jetzt seht, werde ich schon mit Resident Evil 2 anfangen. Aber als Let's Play werden wir dann Resident Evil 1 erstmal noch beenden. Ich will nur nicht, dass mitten im Stream wir mit Resident Evil 1 fertig sind, ne? Und dann fangen wir mit Resident Evil 2 an und dann muss ich mittendrin irgendwie umbauen und so weiter und so fort. Ich will, dass wir im Stream frisch mit Resident Evil 2 starten. Deswegen beenden wir jetzt auf jeden Fall den ersten Teil, komme was wolle. Als Let's Play. Ich muss sagen, die hautlosen Zombies würden für mich fast als neue Gegner durchgehen. Wenn ich nochmal so ein Alle-Gegner-aus-Resident-Evil-Video mache, muss ich mal gucken, ob ich die hautlosen Zombies... Es ist zu dunkel. Warum konnte ich denn letztens... Hat es wirklich am Feuerzeug gelegen, dass ich da was rausholen konnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich doch nochmal gucken, ob die hautlosen Zombies nicht zu eigenen Gegnern werden. Weil immerhin, und das finde ich bedeutet schon was, heißt schon was, haben die einen eigenen Sound. Und sie halten mehr aus. Und ich glaube, sie sind auch ein bisschen schneller. Ich finde, das sind nicht nur Zombie-Skins, würde ich fast sagen, sondern das geht für mich schon durch als vollwertige neue Gegner. Würde ich jetzt einfach mal, würde ich jetzt mal so sagen, tatsächlich. Verschiedene Gegenstände und Chemikalien. Nichts von Interesse. Zumindest nicht für Chris. Rebecca würde da jetzt wahrscheinlich die ultimative Bombe draus bauen. Und Chris ist so ein Natzel. Was zur Hölle ist Natzel? Möchten Sie einschalten? Bitteschön. Der PC-Simulator. Ich finde das irgendwie schön gemacht. Ich finde diesen Computerpart schön gemacht. Ich mag das. So, gucken wir mal. Login. Mist, schreibt man schon jetzt J-H-O-N oder J-O-H-N? Ich glaube, J, ich muss es sehen. Ja, das sieht richtig aus. John Ada. B2. Und Passwort. Verified. Wenn man das Passwort Mole im Remake eingibt, dann hört man als Easter Egg Tofu. Tofu schreien. Aber sonst nix. Yes! Nice!
Da war nicht mal ein Passwort oder irgendwas. Er musste nur mal draufklicken. Oh, er freut sich. Ist das nicht schön? So, Chris, ordnungsgemäß abmelden natürlich auch noch, ne? Chris versteht was von Sicherheit im Gegensatz zu Umbrella-Angestellten. Ich benutze jetzt das Kraut. Es tut mir leid, es tut mir im Herzen selbst weh, aber ich will das da mitnehmen. Es hilft ja nichts. Zombies, ey. Okay. Dann schauen wir uns mal den Dia-Film an. Umbrella Incorporated. Das steht nirgends auf diesem Slide, aber gut. Biowaffen PR-Material. MA-39 Cerberus. FI-3 Neptun. MA-121 Hunter. T-002 Tyrant. Lehre. Institut für Biowaffenabteilungsforschung und Entwicklung. Weirder Kerl. Macron. Weirder Kerl. Weirder Kerl. Und Albert Wesker. Okay, nice. Schlüssel. Hervorragend. Inventar voll. Ey, wo ist denn eigentlich wirklich mal ein Safe Room hier gleich nochmal? Wäre eigentlich ganz cool, wenn man hier mal eine Kiste hätte, mal wieder. Guck mal, ich habe da hinten auch schon einen erschossen. Pumpgun ist schon lustig. Okay, cool. Ein Fax an den Leiter der Abteilung Hygiene von Sonderkomitee bei Katastrophen Raccoon Abteilung für besondere Forschung. Dieses Memorandum ist streng vertraulich und muss vernichtet werden, sobald es verstanden worden ist. Hat wohl keiner verstanden. Betreffend den Ausbruch des T-Virus, der kürzlich auftrat, leitet dieses Komitee eine Feldstudie ein. Entsprechend der Ergebnisse des Gutachtens liegen die Schätzungen über das Ausmaß der Zerstörung, die durch den Zwischenfall verursacht wurde, beträchtlich höher als früher berichtet. Erstens, obwohl es sehr schwierig ist, genaue Daten
Daten in Form von Zahlen zu erhalten, nimmt man an, dass mehr als die Hälfte der Wissenschaftler starben, nachdem sie dem T-Virus ausgesetzt waren. Bei einer endgültigen Ermittlung wird sich die Zahl der Toten sehr wahrscheinlich noch erhöhen, da fast alle Überlebenden typische Symptome des T-Virus zeigen. Zweitens, unser Sicherheitssystem ist auch weiterhin im Einsatz. Unser spezieller Sicherheitswachtrupp wird jedoch fast völlig vernichtet. Aus diesem Grund wurde Informationsmaterial, das von unserem Unternehmen als streng geheim eingestuft wird, auch Außenseitern bekannt gemacht. Gegenmaßnahmen sollten so schnell wie möglich ergriffen werden. Abschließend muss erwähnt werden, dass uns viele der Subjekte dieses Experiments entkommen und außer Kontrolle geraten sind. Wir glauben, dass einige Wissenschaftler von diesen Subjekten getötet und ihre Körper verstümmelt wurden. Es ist schon eine eigenartige Übereinstimmung, dass gerade diese Ereignisse der Beweis für den Erfolg unserer Forschung bedeuten. Es gibt jedoch ein sehr hohes Risiko, dass diese Neuigkeiten bis zur Presse durchsickern. Dass diese Neuigkeit bis zur Presse durchsickert, wenn wir nicht sofort handeln. Die Lage ist äußerst ernst. Komisch, ich höre Geräusche hinter mir. Das ist ein bisschen unheimlich. Aber da ist nichts, nicht mal die Katzen. Die Lage ist äußerst ernst. Unser Vorhaben, den Zwischenfall mit dem Ausbruch des T-Virus zu vertuschen, ist extrem kritisch. Wir hoffen, dass die Situation sich schnellstens zum Guten wenden lässt. Wir sind besonders besorgt, dass die Staatspolizei und Stars sich zu rasch einmischen. Wir müssen auch auf eine solche Situation reagieren können. Fax wurde gespeichert. Ja, ich bräuchte jetzt mal eine Kiste hier, sonst kann ich Chill nicht retten. Ich spiele ehrlich gesagt mit dem Gedanken, dass wir Chill nicht retten. Ich muss es euch ganz ehrlich sagen. Ich spiele mit dem Gedanken, dass wir es so schnell wie möglich durchspielen, damit wir uns auf Resident Evil 2 konzentrieren können. Aber ich entscheide ich spontan. So. Ah ja, okay, genau. Ich weiß schon wieder, wo der nächste Safe Room ist. Zumindest ungefähr. Wir müssen nur noch mal an den nackten Zombies vorbei. Sehr gut. Weg damit. Ich finde das cool, dass Chris das spürt. Der weiß, wenn er Sachen nicht mehr braucht, dann wirft er sie einfach weg. Ich wünschte, das Gespür hätte ich auch. Ich habe mal so viel Müll, den ich nie wieder brauchen werde, aber kann mich nicht davon trennen, weil ich mir denke, na, wer weiß, ne? So ein 18. HDMI-Kabel als Reserve zu haben, kann nicht schaden. Was ist, wenn die anderen 17 kaputt gehen? Sowas wird es bei Chris nicht geben. Der hat genau immer 6 Objekte und dann ist gut. Der hätte wahrscheinlich zu Hause genau 6 HDMI-Kabel und kein einziges mehr. Und wenn er irgendwie an andere HDMI-Kabel kommt, würde er die einfach sofort wegschmeißen. Dieses HDMI-Kabel brauche ich nicht mehr. So. Ups. Dann lasst uns mal kurz noch hier in die Räume gucken, weil einer davon ist ein Safe Room. Der ist es nicht. Ah, das ist der Raum. Das ist auch okay, aber erstmal habe ich auch einfach keinen Platz mehr im Inventar für das Zeugs.
Yes. Bingo. Das ist die Musik, die ich hören wollte. Sehr nice. So, jetzt passt auf. Ich nehme ein Farbband raus. Ich packe mal die Munition vorübergehend rein. Ich stapel mal die beiden Farbbänder. Und jetzt speichern wir mal. Sehr cool. Dann nehme ich jetzt noch die Kräuter und packe die in die Kiste. Na, freier Platz. Die auch noch. Moment, liegt da noch was im Regal? Ah. Oh, man wird ja direkt überschüttet mit Magnum-Munition hier. Das ist ja nice. Müssen wir gar nicht mehr so sehr sparen, ne? Dann kann jetzt vielleicht sogar... Ich glaube, die meisten Zombies, wenn nicht sogar alle, sind jetzt auch mal erschossen worden. Ich denke, wir könnten die Pistole jetzt vielleicht sogar einmotten tatsächlich. Und uns voll auf Schrotflinte und Magnum konzentrieren. Ich könnte sogar die 6 Kugeln, die jetzt in der Magnum sind, noch problemlos verschießen. Und es dürfte noch für den Tyrant reichen, glaube ich. Cool, 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 cool. Warte mal, Farbband. Aha, kleiner Schlüssel, den ich irgendwo nicht benutzt habe. Oh, nur noch 2 Schuss Schrotflintenmunition tatsächlich. Oh, aber dafür hier noch mal. Meine Güte. Yes. Na, das kann sich sehen lassen. Na schön, Leute. Dann machen wir jetzt für heute Schluss. Und ich würde sagen, beim nächsten, spätestens übernächsten Mal, haben wir es dann mit Chris auch durchgespielt. Und am Dienstag... Also wenn ihr das jetzt gleich nach Upload seht, morgen wird dann schon mit Resident Evil 2 begonnen. Sehr cool. Während das als Let's Play hier natürlich noch zu Ende geführt wird, bevor es dann auch als Let's Play mit Resident Evil 2 weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke fürs Dabeisein. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tüdelü.